Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, lieber Karl, mein Thema heute ist die Asthmatherapie, inwieweit sie sich geändert hat durch die im letzten Jahr entstandene nationale Versorgungsleitlinie Asthma, die wichtigste deutschsprachige Leitlinie, die die Besonderheiten der Asthma-Betreuung in Deutschland gegenüberstellt dem, was international durch die globale Strategie für die Asthma-Betreuung praktisch zusammengefasst wurde von der großen GINA-Gruppe. Die nationale Versorgungsleitlinie Asthma wird von Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften und 25 Organisationen praktisch verfasst. Diese haben sich zusammengeschlossen und ein gemeinsames Dokument für eine auf nachweisbaren Grundlagen beruhenden Asthmatherapie zu erstellen. Hier die Zahlen für die Häufigkeit von Asthma in Deutschland für Erwachsene etwa mehr als 6%, für Kinder circa 4%, bei den Kindern überwiegen die Jungen, bei den Erwachsenen die Frauen. Asthma ist ja eine entzündliche Erkrankung der Atemwege, die gekennzeichnet ist durch eine Überempfindlichkeit der Atemwege. Das ist das, was wir als bronchiale Hyperreaktivität nennen. Und eine wechselnd stark ausgeprägte Enge der Atemwege. Typisch für das Asthma ist vor allem die anfallsartig auftretende Atemnot, aber auch Husten, zäher Auswurf. Beim Asthma finden wir in den Atemwegen eine Einengung des Atemwegs durch eine Verkrampfung der Muskulatur, durch eine Schwellung der Schleimhaut und manchmal auch noch durch zähe Schleimfröpfe. Wir unterscheiden heute nicht mehr nur das allergische und nicht allergische Asthma, sondern eine Reihe anderer Typen, die wir in der nationalen Versorgungsleitlinie auch charakterisieren, um möglichst gezielt und individuell eine optimale Behandlung durchführen zu können. Wir haben insbesondere das schwere Asthma neu definiert. Wir haben die Exazerbation neu definiert. Und wir haben in der Langzeitbehandlung für die leichten Asthmaformen auch erreicht, dass wir die Studien, die es inzwischen hergeben, zusammengestellt haben, die zeigen, dass man bedarfsorientiert mit inhalativem Cortison und dem langwirksamen, aber rasch in der Wirkung einsetzenden Formoterol genauso gut oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser behandeln kann als mit einer Dauertherapie, die mehr Cortison benötigt. Und ein besonderer Schwerpunkt ist auch der Einsatz von sogenannten Biologika beim schweren Asthma. In der Befragung wichtig sind die typischen Beschwerden, Auslöser der Erkrankung, wodurch kommt der Anfall zustande? Das können Allergene sein, Atemwegsreize, Medikamente, Infekte, Risikofaktoren. Es gibt Asthma, was familiär gehäuft vorkommt. Und es gibt Erkrankungen, sogenannte Komorbiditäten, die mit Asthma häufig zusammen auftreten. Der wichtigste Punkt ist hier, mit der Lungenfunktion nachzuweisen, ob eine Enge der Atemwege vorliegt. Wenn diese vorliegt, ob sie rückbildungsfähig ist, was typisch für Asthma ist, wie stark sie rückbildungsfähig ist. Dafür haben wir einen genauen Ablauf praktisch zusammengestellt, wie die Diagnose Asthma wahrscheinlich gemacht werden kann oder ausgeschlossen werden kann. Der wichtigste Punkt in der Unterscheidung Asthma gegen andere Erkrankungen ist die Unterscheidung zwischen Asthma und der anderen häufig auftretenden, mit einer Einengung der Atemwege einhergehenden chronisch obstruktiven Lungenkrankheit COPD. Diese beiden Krankheiten unterscheiden sich dadurch, dass das Asthma häufiger als die COPD in der Kindheit und Jugend vorkommt, dass die Atemnot anfallartig und nicht bei Belastung auftritt, so überwiegend anfallartig, zum Beispiel auch nachts aus der Ruhe heraus,
dass der Verlauf viel variabler ist mit Phasen, in denen die Enge der Atemwege stark ist und Phasen, in denen gar keine Enge vorliegt. Wir wissen, dass die Rückbildungsfähigkeit dieser Enge bei Asthma meist viel höher ist als bei der COPD und dass Asthmatiker eine Überempfindlichkeit der Atemwege haben und in der Regel gut auf Cortison ansprechen, was bei der COPD seltener der Fall ist. Für die Kontrolle der Erkrankung, für die Steuerung der Medikamente nutzen wir den Begriff der Asthmakontrolle. Ein Patient mit Asthma ist gut kontrolliert, wenn er selten Beschwerden hat, weniger als zweimal in der Woche am Tage, wenn er nachts nicht wegen Asthma aufwacht, wenn er sein Bedarfs- oder Notfallspray möglichst nicht nehmen muss und wenn er in seinen Aktivitäten nicht eingeschränkt ist. Das ist das Ziel, was wir haben. Nicht immer, aber häufig erreichbar. Teilweise kontrolliert ist ein Asthmatiker, wenn 1 bis 2 dieser Kriterien erfüllt sind und wenn 3 bis 4 erfüllt sind, dann ist er unkontrolliert. Dann muss man versuchen, die Behandlung zu verbessern. Neben den Medikamenten gibt es eine Reihe wichtiger nicht-medikamentöser Asthma-Behandlungsmaßnahmen, von denen die wichtigsten die strukturierte Patientenschulung ist und die Bewegungstherapie. In der Schulung lernt der Patient entsprechend dem wechselhaften Bild seiner Beschwerden die Medikamente anzupassen. Das ist der entscheidende Punkt, den ein geschulter Patient erlernen kann und damit sein Asthma gut einstellen kann. Daneben kann die Bewegungstherapie zum Beispiel in Lungensportgruppen helfen, besser mit dem Asthma im Alltag zurechtzukommen. In der Schulung lernt der Patient, seine Medikamente, die in der Regel inhaliert werden, richtig zu inhalieren. Er lernt zu unterscheiden zwischen Dauermedikation und Medikamenten, die er bei Bedarf im Anfall einsetzen muss. Er lernt, Anfälle und Ursachen der Verschlechterung zu erkennen und auch Selbstmessungen mit dem Peak-Flow-Meter durchzuführen und die Werte zu dokumentieren. Der wichtigste Punkt sind die Selbsthilfemaßnahmen. Der Asthmatiker, der geschult ist, lernt abzufedern diese Phasen, wo es akut schlechter wird, weil er früher als der Nicht-Geschulte erkennt, wann es schlechter wird. Und damit lernt er zu verhindern, dass diese schweren Ausschläge nach oben oder unten auftreten. Dazu braucht er ein Peak-Flow-Meter, mit dem er seine Lungenfunktion misst, ein Tagebuch, in das er die Werte eintragen kann und einen Aktionsplan, der ihm hilft, je nach Schwere der Enge der Atemwege zu handeln. Bei den vielen Inhalatoren, die wir inzwischen auf dem Markt haben und die ständig noch zunehmen, ist es wichtig, den man ausgewählt hat, auch richtig zu nutzen. Die korrekte Inhalation ist Voraussetzung dafür, dass der Wirkstoff auch wirkt. Dadurch, dass er in den Atemwegen ankommt und nicht auf dem Brillenglas oder in der Achselhöhle. Und dazu hat die Atemwegsliga Videos für jeden in Deutschland verfügbaren Inhalator gedreht, mit dem man dann prüfen kann, ob man die Technik beherrscht. Mit Schulung kann man, das zeigen die gelben Säulen gegenüber nicht geschulten Patienten durch die blauen Säulen charakterisiert, innerhalb von 6 Monaten Asthmaanfälle stark vermindern, Krankenhausaufenthalte und Arbeitsausfälle deutlich vermindern. Man erreicht, dass weniger Anfälle auftreten. Früher haben wir den Begriff Anfall ausschließlich benutzt. International benutzt man den Begriff Exazerbation und in der NVL, der nationalen Versorgungsleitlinie, wird die Exazerbation als eine Phase definiert, die mit einer Zunahme der Beschwerden einhergeht, die über das übliche Schwanken am Tage hinausgeht und eine Änderung der Behandlung notwendig macht. Der Anfall ist auch eine Art Exazerbation, aber es gibt Exazerbationen, die weniger dramatisch verlaufen als die Anfälle. Seit vielen Jahren behandeln wir vor allem die akute Atemnot der Patienten mit Beta-Sympathomimetika, die über Beta-Rezeptoren die Muskulatur zum Schlaffen bringen, die um die Atemwege herum
dann, wenn sie sich zusammenzieht, die Atemwege einengt. Ein zweites Wirkprinzip sind die Anticholinergika, die durch Hemmung cholinerger Rezeptoren sozusagen dazu führen, dass der Atemweg weit ist. Wir haben in der nationalen Versorgungsleitlinie für die Erwachsenen ein fünfstufiges Behandlungsschema zusammengestellt. Auf der linken Seite die Stufen 1 und 2 für das leichte Asthma, 3 ist mittelschwer und Stufe 5 ist das schwere Asthma. Und wir haben die Behandlung geordnet nach erster Wahl und Alternativen, je nachdem, ob die erste Wahl funktioniert oder nicht. Und was hier neu ist, dass man beim leichtgradigen Asthma bei Bedarf inhalatives Cortison und Formoterol als Kombinationspräparat einsetzen kann, es nicht dauerhaft geben muss. Dadurch spart man Cortison und hat auch weniger Nebenwirkungen durch das inhalative Cortison. Das ist eine wesentliche Neuigkeit, die durch Studien praktisch belegt ist, die in den letzten Jahren erschienen sind. Das schwere Asthma ist neu definiert. Das sind Patienten, die trotz intensiver, hochdosierter Behandlung mit inhalativem Cortison und einem Atemwegserweiterer enge Atemwege haben, häufig oder schwer akute Verschlechterungen aufweisen und nur teilweise oder gar nicht kontrolliert sind. Hier muss man zunächst prüfen, ob sie richtig inhalieren, ob sie die Medikamente nehmen und ob die Diagnose Asthma überhaupt stimmt. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter, weil wir für einige dieser Patienten neue Möglichkeiten, Antikörper, sogenannte Biologika haben, die diesen Patienten helfen können. Und einer der ersten ist das Omalizumab, was beim schweren allergischen Asthma eingesetzt werden kann, wenn man mit der üblichen Behandlung nicht hinkommt. Bei Erwachsenen und auch bei Kindern ab 6 Jahren. Hier kann man beim schweren allergischen Asthma über Jahre eine deutliche Besserung des Beschwerdebildes und der Schwere des Asthmas erzielen. Wichtig ist, dass diese sehr kostspielige Behandlung eingeleitet wird und möglicherweise auch dauerhaft kontrolliert wird von einem erfahrenen Lungenfacharzt. Man muss nach 4 und nach 12 Monaten und später jährlich den Patienten kontrollieren. Und wenn die Therapie gegriffen hat, wird man mit der Zeit auch die anderen Medikamente vermindern können. Neben dem Omalizumab gibt es inzwischen weitere Biologika, Mepolizumab und Leslizumab, Benralizumab und Dupilumab. Alles ähnlich wirkende Biologika, die aber nicht nur beim schweren allergischen, sondern beim schweren eosinophilen Asthma ihre Wirkung haben. Eosinophil heißt, dass die eosinophilen Zellen im Blut erhöht sind. Wenn dies mehrfach der Fall ist, dann wirken diese Biologika besonders gut. Sie unterscheiden sich vor allem dadurch, wie häufig sie eingesetzt werden müssen. Sie sehen hier 4 Wochen oder auch 8 Wochen oder auch 2 Wochen. Alle diese Substanzen werden subkutan gespritzt und man kann das Spritzen auch selbst erlernen. Mit Hilfe der Biologika ist es gelungen, das schwere Asthma heute für die Patienten, die eine Eosinophilie oder ein schweres allergisches Asthma haben, so zu behandeln, dass Cortison-Tabletten, die gefährliche, unerwünschte Wirkungen mit der Zeit nach sich ziehen, häufig nicht mehr notwendig sind. Herzlichen Dank.